bist locker und entspannt. Du atmest gleichmäßig tief ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Ein und wieder aus. Dein Atem ist im Gleichklang. Du spürst eine leise Vorfreude und lässt deine Gedanken langsam zur Ruhe kommen. Wenn alles in dir ganz ruhig geworden ist, sendest du deine Gedanken auf eine Reise. Stell dir vor, du stehst inmitten eines Waldes. Es ist dunkle Nacht. Du liebst es, den Nachthimmel durch die hohen Bäume zu sehen. Hörst das Rauschen der Tannen im Nachtwind. Eine Eule ruft. Der Wind streift angenehm über deine bloßen Arme. Unter deinen Füßen spürst du den weichen Waldboden und die auf dem Boden liegenden trockenen Nadeln massieren leicht deine Fußsohlen. Du gehst ein paar Schritte. Tief atmest du die gute Waldluft in deine Lungen. Herrlich, so erfrischend. Diese Ruhe, so erholsam. Weiter gehst du und lässt deinen Blick in die Ferne schweifen. Unter einem knorrigen Baum scheint sich eine größere Bank zu befinden. Langsam, aber sicher steuerst du auf die Bank zu. Du könntest ein wenig liegen und in den Nachthimmel schauen. Wie du nun so vor dich hinschlenderst, nimmst du wahr, dass die Bank bereits voll belegt ist. Das scheinen Kinder zu sein. Nein, Kinder sind das nicht. Kleine Gestalten, eine kleiner als die andere. Ruhig sitzen sie da. Jede von ihnen hat eine kleine Laterne neben sich stehen. Doch keine dieser Laternen ist angezündet. Und doch, sie scheinen dich irgendwie zu erwarten. So gehst du näher und noch näher, bis ihre Gestalten und dann auch ihre Gesichter deutlich zu sehen sind. 7 Zwerge befinden sich da auf der Bank. Und alle schauen dich erwartungsvoll an. Hallo, sagst du erstaunt. Wenn das mal nicht die 7 Zwerge sind, dann bin ich wohl Schneewittchen. Du lachst. Dann schaust du dich um und fragst, wo bin ich denn hier nur gelandet? Der größte der Zwerge erhebt sich. Du bist hier. Hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen. Nun, Schneewittchen bist du nicht, aber wir kennen dich, Menschenwesen, dich und deinen Namen. Sehr lange haben wir dich beobachtet. Oft bist du hierher gekommen, hierher, in unseren Wald. Traurig warst du und hast geweint. Einsam warst du und hast dich nach anderen gesehnt. Du kamst, weil du nicht weiter wusstest. Du irrtest umher und hast gesucht. Oft wusstest du selbst nicht, wonach. Wir haben mit dir gefühlt. Wir haben dir unsere Hand zur Hilfe gereicht, da wir bemerkten, wie schwer du es dir zuweilen machst. Doch du konntest oder wolltest uns nicht sehen. Das hat uns traurig gemacht. Traurig für dich und traurig für uns. Denn wir lieben es, den Menschen nützlich zu sein. Betroffen schaust du die Zwerge der Reihe nach an. Ja, Kummer hatte ich wohl. Und traurig war ich oft.
Es ist nicht einfach für uns Menschen. Wir sind immer sehr beschäftigt, haben unzählige Probleme und Existenzängste. Und wenn wir einmal erwachsen sind, dann sehen wir auch keine Fabelwesen mehr. Wie sollten wir auch? Die gibt es doch eigentlich nur in Märchen, nicht wahr? Die Zwerge sehen einander an und schütteln freundlich ihre kleinen Häupter. Nenn uns Fabelwesen, wenn dir dies beliebt. Es ist nicht wichtig. Das Einzige, was zählt, ist, dass du uns nun endlich zur Kenntnis genommen hast. Sagt ihr Menschen nicht, da ist ein Märchen wahr geworden. Nun, du siehst uns und weißt nun auch, was es mit Märchen so auf sich hat. Sie tendieren dazu, der Wahrheit zu entsprechen. Auch wenn ihr die Wahrheit oft nicht sehen wollt und vielfach auch nicht sehen könnt. Der zweitgrößte Zwerg erhebt sich. Erlaube uns, dass wir uns dir vorstellen. Unsere Namen sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Verzeiht die Frage, aber sind das nicht eher Eigenschaften als wirkliche Namen? Der dritte Zwerg erhebt sich und antwortet dir: Recht hast du, Menschenkind. Einst hatten wir Namen ähnlich dem deinen, und doch tragen wir nun diese Eigenschaften als Namen. Gegeben wurden sie uns vom Volk der Zwerge, jeweils nach unserer am stärksten vorherrschenden Wesensart. Du nickst. Ja, das klingt nach einer treffenden Art, jemanden zu nennen, der anderen gern nützlich ist. Ich weiß aber leider nicht, ob ich mir eure Namen so schnell merken kann, da sie doch recht ungewöhnlich sind. Da erhebt sich der vierte Zwerg. Nenn uns doch einfach nach unserer Reihenfolge. Der größte hier ist 1 und der kleinste da ist 7. Apropos nützlich sein, da wären wir nämlich direkt beim springenden Punkt angelangt. Wir Zwerge möchten dir gern heute einmal so richtig nützlich sein. Du lachst. Danke, das ist nett. Aber gerade heute bin ich eigentlich recht entspannt und habe keine akuten Probleme. Ich habe meinen Geist einfach wandern lassen und war plötzlich hier in eurem Wald. Der fünfte Zwerg erhebt sich. Es gibt etwas, wobei du unsere Hilfe gebrauchen könntest. Da ist nur eine Bedingung, ohne die wir nicht tätig werden können. Bedingung, sagst du? Lass mich das kurz überlegen. Bei Bedingungen werde ich immer ein wenig stutzig. Der sechste Zwerg erhebt sich nun auch und wendet das Wort an dich. Du denkst, da ist ein Haken dran, nicht wahr? Ja, so denkt ihr Menschen und so handeln einige von euch, die das Prinzip selbstlosen Handelns nicht verstanden haben. Ich nenne dir daher die Bedingung. Sie ist ohne doppelten Boden, ohne Hintertürchen. Sie lautet einfach: Bitte uns um Hilfe. Du schmunzelst. Irgendwie findest du es ja spannend. Und Märchen mochtest du als Kind ja auch immer gern. Kann nicht schaden, denkst du. Okay, ihr wollt mir also helfen? Nun gut. Ich finde euch nett. Also ja, bitte. Helft mir! Der siebte Zwerg springt als letztes von der Bank. Er reicht dir seine Hand und sagt: Danke. Du weißt gar nicht, welche Freude du uns damit bereitest. So lange haben wir auf diesen Tag gewartet. Komm nun mit uns. Wir haben einen kleinen Fußmarsch vor uns.
Die Bewegung und die frische Luft wird dir gut tun. Jeder der Zwerge zündet nun sein kleines Laternchen an, was bislang neben ihm auf der Bank stand. Drei Zwerge gehen dir voran, einer geht neben dir und die verbliebenen drei Zwerge bilden die Nachhut. Ab geht es durch den dunklen Wald. Doch du fürchtest dich nicht, denn die Zwerge führen dich sicher und sie scheinen jeden Ast, jedes Zweiglein und jede Wurzel, an der er vorüberkommt, zu kennen. Nummer 4, wenn ich dich etwas fragen darf. Ihr sprecht so modern. Von Fabelwesen hätte ich erwartet, dass sie irgendwie altmodisch sprechen, wenn du verstehst, was ich meine. Der 4. Zwerg schaut dich anerkennend an. Ich freue mich, dass dir das aufgefallen ist. Einst mögen wir altmodisch gesprochen haben, doch für die damalige Zeit war dies dann die vorherrschende Art zu sprechen. Wir bemühen uns sehr, mit der Zeit Schritt zu halten, denn unser größtes Ziel ist es nun mal, dich zu unterstützen, und dafür ist es unerlässlich, dass du uns gut verstehst. Es gefällt dir mit den Zwergen. Du könntest ewig so weitergehen und reden. Doch da seid ihr bereits angekommen. Vor dir steht ein knurriger, alter Baum. Riesig ragt er vor dir auf. Er ist wunderschön, weit verzweigt und mit dichtem Laub. Zwerg Nummer 1 hängt seine Lampe an einen kleinen Ast neben einer Tür. Ja, es ist eine Tür, die in den Baum führt. Das siehst du ganz genau. Er öffnet sie weit und bedeutet dir, ihm zu folgen. Gemeinsam steigt ihr eine enge Wendeltreppe hinab. Tiefer geht es und immer tiefer. Die Luft jedoch ist frisch und klar und du wunderst dich. Du bleibst stehen und willst erkunden, warum die Luft so frisch ist. Aber der Zwerg hinter dir bedeutet dir, weiterzusteigen. Wir haben da so unser eigenes System. Irgendwann werden wir euch Menschen das mal beibringen, aber heute haben wir etwas anderes, was wir dir zeigen möchten. Ihr steigt und steigt, tiefer und immer tiefer. Immer wieder passiert ihr geschlossene Türen, aber jedes Mal steigt der erste Zwerg weiter. Endlich seid ihr angekommen. Wie es aussieht, befindest du dich sehr weit unter der Erde. Der erste Zwerg nestelt an einem riesigen Schlüsselbund und sperrt die Tür auf. Ihr betretet einen riesigen Raum. Du siehst einen Tisch, Bänke und einige kunstvoll geschnitzte Holztruhen. Nimm Platz! Zwerg Nummer 2 geleitet dich zu einer der Bänke. Da wir wussten, dass du bald zu uns kommen würdest, haben wir bereits alles vorbereitet. Nummer 3 und 4 nehmen nun eine der Holztruhen und stellen sie direkt vor dir ab. Liebes Kind, bist du bereit? Dies ist deine Truhe und wir bewahren hier so einiges für dich auf. Voller Staunen schaust du auf die schön geschnitzte und verzierte Truhe. Was für ein schönes Stück! Darf ich vorher wissen, was drin ist? Nummer 4 schmunzelt. Natürlich darfst du das, Menschlein. Dies ist die Truhe deiner Gaben und Talente. Mach sie auf, komm schon. Das wird ein Fest, auf das wir schon lange warten. Nummer 5 reicht dir einen kleinen goldenen Schlüssel. Du steckst ihn in das Schloss und drehst ihn. Und schon springt die Truhe auf. Die Zwerge helfen dir, den schweren Deckel zu öffnen.
wie es da leuchtet und funkelt. Da glitzert es an allen Ecken und Enden. Voll ist die Truhe bis oben hin. Was für Schätze, du kannst dich gar nicht satt sehen. Du siehst sie dort ganz deutlich liegen. Deine Schätze, deine Gaben, deine Talente. Manche erkennst du sofort. Ja, dieses funkelnde Talent hier und das da, stimmt, das hattest du mal. Andere sind dir gänzlich unbekannt, aber gut sehen sie aus, interessant und freudig stimmen sie dich. Das ist alles so spannend. Du schaust dir jedes einzelne Funkeln und Glitzern genau an. Eine Truhe voller Wunder und schöner Dinge. Die Zwerge beobachten dich. Weißt du, warum diese Gaben und Talente hier in der Truhe sind? Nun, ich habe da so eine Ahnung, aber helft mir mal. Dies hier zum Beispiel, das kenne ich. Das hatte ich, da war ich noch ein ganz kleines Kind. Nummer 6 nickt. Ja, du hast es weggeworfen, als andere Kinder deswegen über dich gelacht haben. Und jenes hier fällt Nummer 7 ein. Das hast du angefangen, aber du hattest nie Zeit, es zu Ende zu bringen. Hier, Nummer 1 deutet mit dem Finger in eine Ecke der Truhe. Da hast du dir dein Ziel zu hoch gesteckt und bist gescheitert. Das hat dir Angst gemacht. Du hast nie wieder versucht, dieses Talent einzusetzen. Und dieses hier, Nummer 2, deutet auf einen leuchtenden Funken. Das ist eines deiner wundervollsten Talente. Aber du ignorierst es immer, wenn es zu dir kommen möchte. Du sagst dann stets, andere können das besser. Das hat schon mal jemand gemacht. Wer braucht das noch von mir? Man könnte mich für einen Nachahmer halten. Hast du dich manchmal gefragt, warum dir so langweilig ist oder du viel zu müde bist, um noch irgendwas zu machen? Nummer 3 schnippt mit den Fingern. Hier liegen deine Antworten. All diese Talente und Gaben, die du hier noch drin siehst. Und du weißt, was ich meine. Die sind deine. Sie warten auf dich. Und je länger du dich dagegen sträubst, desto müder wirst du zuweilen und kannst dich zu nichts aufraffen. Ja, sagst du, hier sind noch so viele davon. Ich wusste gar nicht, dass wir Menschen so viele Gaben haben. Und einige, ja, die wollte ich gar nicht mehr. Aber recht hast du, sie fehlen mir. Das da, das hätte ich gern wieder. Und jenes hier, das wollte ich schon lange mal wieder probieren, aber mir fehlte der Mut. Was soll ich denn jetzt nur machen? Sei unbesorgt. All deine Gaben und Talente haben wir für dich aufbewahrt, über all die Jahre deines Lebens. Nun ist es an der Zeit, sie dir zurückzugeben. Es ist Zeit, dass du deine Gaben nutzt und dir und anderen damit Freude bereitest. Nummer 4 nimmt deine Hand. Jetzt leg dich hin, entspanne dich und öffne dein Herz weit. Wir Zwerge werden dir jetzt deine Gaben und Talente zurückgeben. Wir legen sie direkt hinein in dein Herz. Und dort warten sie dann auf dich. Sie werden sich bei dir melden und dich antreiben, das zu tun, was du kannst, was du schon immer konntest. Sie werden dir Mut machen, etwas Eigenes zu schaffen.
Deine Kreativität hat nun keine Grenzen mehr. Auch der Elan kommt zu dir zurück und die Neugier und die Lust am Ausprobieren. Du kannst dich freuen. Jetzt beginnt eine neue Zeit für dich. Auch Nummer 5 nimmt nun deine Hand. Lache viel und freue dich. Du hast allen Grund dazu. Dein Leben ist eine Freudenfeier. Lache und die ganze Welt wird mit dir lachen. Das ist der Grund deines Daseins. Freue dich und verbreite Freude. Zwerg Nummer 6 beugt sich über dich. Und nun atme noch einmal tief ein und aus. Deine Gaben und Talente sind nun wieder bei dir. Hüte sie gut. Nutze sie weise und zum höchsten Wohle aller. Und solltest du dennoch einmal die eine oder andere Gabe wieder verlieren, oder du weißt nicht, wie du etwas Schönes anstellen sollst, so rufe uns und wir werden an deiner Seite sein. Wir sind gern für dich da. Liebe Zwerge, ich danke euch für dieses wundervolle Geschenk. Ich werde es hüten und ich werde es nutzen, heute noch, ja, am besten sofort. Danke, danke, danke. Ich bin sehr glücklich. Wohlan, so sei es. Ich, Nummer 7, der kleinste unserer Art, werde dich jetzt wieder nach Hause bringen. Es war schön, dass du bei uns warst und wir bedanken uns auch bei dir. Alles, was du schaffen wirst, soll gesegnet sein. Und nun schließe noch einmal deine Augen. Fühle, wie wir gemeinsam fliegen. Wir fliegen über die Treppen, hoch und immer höher. Heraus aus dem Baum. Wir fliegen, fliegen durch den Wald, über hohe Bäume. Wir fliegen über die 7 Berge zurück zu dir. Und nun fühle es, du bist wieder daheim. Und ich, Nummer 7, bin nur noch eine Stimme in deinem Kopf. Wenn du möchtest, dann komme ich hin und wieder nach dir schauen. Dann ist die freundliche Stimme, die dich antreibt, die meine. Das muss aber unter uns bleiben, du weißt schon, wegen der Regeln und so. Aber wünsch es dir und ich bin da. Doch nun ist es Zeit für mich zu gehen, wieder heim in meine Welt. Leb wohl. Und denk an unsere Worte. Ruhe nun noch ein wenig, oder besser, steh auf und sei kreativ. Schenke der Welt deine Gaben und Talente. Alles Gute für dich.